Jo, jetzt fange ich aber auch langsam an zu schwitzen. Es geht nämlich jetzt weiter, die Brut 3. Wir sind jetzt schon im dritten Level der Brut angekommen und wow. Wer die Reihe jetzt bis jetzt verfolgt hat, der hat schon mitgekriegt, okay, es wird wirklich doch recht schwierig mittlerweile. Aber egal, gucken wir mal auf die Einsatzziele. Bringen Sie die überlebenden Kameraden hier raus. Sie sollen mindestens 1000 Kilometer von diesem Kriegsschiff entfernt sein, wenn es explodiert. Explodiert. Mit uns an Bord. Dankeschön. Hallo? Ja, hi. Wenn ich mich nicht irre, müsste das jetzt sogar das längste Level von allen sein, auf diesem Schiff. Aber da bin ich mir natürlich nicht hundertprozentig sicher. Und ich will auch nichts versprechen. Wir schauen einfach mal durch. So, erster Gang. Minen, paar Raketenmagazine, alles klar. Nehmen wir doch gerne. So, da ist der Aufzug, auf dem wir dann dort schon draufstehen und warten und warten und warten und warten und warten. Nein, nicht warten. Ah, Hilfe. Zecken. Eklig. Was ist das? Hallo, Kamerad. Auch schon wieder tot. Meine Güte, mit diesen... Ah. Mit den Vögeln ist aber absolut nichts... Los. Was war das? Gut, dass man nicht stirbt, wenn man auf so einem Ding landet. Auch wenn ich mir das nicht sehr angenehm vorstelle. Hui. Nach oben bitte. Danke. So, mit dem Aufzug nach oben. Irgendwas ist da gerade lang gerauscht. Ja, natürlich. Ey, drei von diesen Viechern und mein ganzes Magazin ist leer. So, das war jetzt der erste Gang. Rechts, links ist der zweite. Den durchforsten wir natürlich auch ganz ordnungsgemäß. Und wir warten auch ganz ordnungsgemäß auf den Fahrstuhl. Hallo Fahrstuhl, hallo. Gut. Mal ein bisschen durchladen hier. Haben wir sowieso gerade nichts Besseres zu tun. Oh ja. Ich höre sie schon. Die haben schon wieder Bock auf uns. Die schlappern schon wieder. Ey, wo sind sie denn? Oh. Ich glaube, das werden wir gleich erfahren. Oder auch nicht. Okay, dann nicht. Oder vielleicht doch. Schon lustig, dass die teilweise echt weniger zäh sind als die kleinen. Kennt man ja irgendwie von StarCraft. Bei den Zergs, die Masse macht's. Ja, du mich auch. Piss dich. Oh, uncool.
Gut. So viel dazu. Das erste ist offen. Sowas. Da denkt man an nichts Böses, wartet auf den Fahrstuhl und dann kommt das so ein Vieh hoch. Unglaublich. Und abwärts. Eine Mine, dunkel. Hier sind überall gefangene Menschen. Versuchen Sie, sie zu befreien, Marine. Okay. Überhaupt nichts leichter als das. Sind wir hier jetzt eigentlich hoch? Nee, hier sind wir... Nee, oder? Ach nee, ist eine neue Area. Ich dachte, wir wären da eben gerade runtergekommen. Das wäre komisch. Okay, suizidgefährdete Aliens. Alles klar. Ich meine, ich habe da nichts dagegen, wenn die sich selber umbringen, aber wo bleibt da der Spaß für mich? Ich würde auch sagen, das waren unsere Kameraden, die wir retten sollen. Aber die machen uns den Job leichter, also indem wir das gar nicht mehr machen müssen. Weil sie ja schließlich schon tot sind. Und es wird hier immer krasser. Jetzt laufen die Dinger schon an den Wänden lang und sterben da sogar. Die bleiben an der Wand kleben, wenn sie sterben. Oh cool. Ich sag's auch immer wieder. Diese Zeit, das war, was Gaming angeht, einfach nur die geilste. Oh. Die geilste, weil solche Bugs, die haben immer wieder für Lacher gesorgt. Naja, zumindest bei mir damals. Och ne, nicht über so einen scheiß Spawner. Mine. Oh. Ja, geh weg. Bleib, nein. Noch einer, komm, vielleicht noch einer. Ja, natürlich, komm her. Jawohl. Schön. Komm, noch ein paar Minen drauf. Mal ein paar Minen benutzen. Weil ich glaube, so oft haben wir eh nicht Gelegenheit dazu, die Dinger zu verwenden. Außerdem liegen da schon wieder neue. Hallo. Ja, spuck jemand anders an, bitte. Danke. Ja, super. Hat das Vieh noch mitgerissen? Wunderbar. Gut. Hier geht's weiter, da geht's hoch. Wieder ein Aufzug. Also irgendwie haben es diese Aliens tierisch mit Aufzügen. Na los, Kinder, go, go, go! In der letzten Folge, nein, vorletzten Folge habe ich ja 4 von euren Kameraden getötet. Natürlich ganz aus Versehen. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel.
rennen auch komplett alleine voraus. Also ich glaube, die sind auch überhaupt nicht lebensmüde. Alter, diese scheiß Suizidvieh. Oh. Ich dachte, die werden in der letzten Folge sämtliche Denker und Sekten kaputt gemacht. Warum sind hier schon wieder welche? Oh Mann. So, das waren übrigens die neuen Kanincheninsekten. Kaninchen-Aliens, meine ich. Die hoppeln nämlich ganz fies und mies durch die Gegend. Oh, war das ein Schalter? Nee. Das sah gerade aus wie ein Schalter. Also ich dachte, da wäre ein Schalter, aber da war kein Schalter. Egal, genug von Schaltern. Greifen wir lieber wieder zurück auf Raketen. So, jetzt die Frage, da lang oder da lang? Gehen wir erstmal da lang, weil ich glaube, über dieses Schiff gibt es dann keinen Weg zurück. Zumindest sieht es nicht danach aus. Dann fall doch auch um. Meine Güte. Unbekannt. Cool. Wie heißt das Ding eigentlich? Okay, hat keinen Namen. Aber ich glaube, es gibt ein Lösungsbuch, da steht der Name von dieser Waffe drinne. Ich kann aber auch nicht mehr ganz genau sagen, wie der Name war. So, die schlabbern sich auch schon gegenseitig ab. Auch cool. Ja, lieber mal überall lang gehen. Ich habe gern freien Rücken. Gehen wir schon mal kurz hier rüber und gucken. Natürlich, da richten sich natürlich wieder die Stacheln auf, ist ganz klar. Gucken wir mal kurz, hier müsste irgendwo noch ein Landeplatz sein. Wunderbar. Denkerinsekten mit innerhalb von, ja, 2 Sekunden dauern. Cool. So, und jetzt nehmen wir gerade mal die anderen Sträflinge mit. Unsere Kameraden, meine ich. Wo sind sie denn? Hallo? Da. Lauf, Kameraden, lauf! Da ist nichts. Ihr könnt aufhören zu schießen. Da ist wirklich nichts. Guck, hier ist nichts. Gesehen? Nette Show, Soldat. Ja, bitte. Immer wieder gerne. Einsatzziel A erreicht. Wunderbar.
Das Einsatzziel A ist erreicht. Und wir hätten damit, glaube ich, schon Mission 3 erledigt. Tada! Ja, Tatsache, Mission 3 ist erledigt. Unsere überlebenden Kameraden sind gerettet. Gerettet. Wunderbar. Gut. Das wäre dann schon Brut 3 gewesen. Dann waren das nicht Brut 3, dann war das Brut 4, was elendig lang und hässlich und eklig ist. Brut 5. Aber gut, das alles eins nach dem anderen. In der nächsten Folge sehen wir dann das längste und blödeste und bescheuertste Level, was dieses Spiel eigentlich zu bieten hat. Bis dahin, wiederschauen, reinhauen, euer Kontern.